Freiwillige vor. Wer will als erstes reich und berühmt werden? Du, du, du und du. Okay. Aus dir machen wir einen Filmstar. Und du? Zeig mal deine Beißerchen. Oh, du wirst Bankmanager. Ja. Okay, und du da hinten, hallo? Du hast ja wunderbar weiche Pfötchen. Du wirst Tänzer. Oder doch besser Fußmodel. Hier, meine Karte. Und du? Oh, du hast wunderbar flauschige Ohren. Dich können wir super als Osterhase vermarkten. Also, ihr kommt dann nächste Woche irgendwann zu mir ins Büro für den Recall und dann hoppelt ihr mir noch was vor. Ja, was ist denn mit dir? Keine Lust, kurz rauszukommen? Aussortiert. Wer nicht hart an sich arbeitet, aus dem wird nie was. Für unseren Film. Hör auf! Du bist ein Werwolf. Du bist böse. Du willst töten. Kannst du es fühlen? Ich fühle, dass ich Hunger habe. Alle anderen sind beim Frühstück. Außer uns. Na, Ärger im Paradies, Bestie. Hi, David. Hey, alles okay mit deinem Fuß? Und? Ich dachte, du sollst erst nach Silvester kommen. Da würde ich doch Kaschmir Superparty verpassen. Was hat dein Spezialist in Berlin gesagt? Alles okay? Ja. Und was wird das hier? Karneval der Tiere? Also, wir drehen einen Horrorfilm. Da geht's um einen Werwolf, der zerreißt. Ja, das ist gut. Kreischen ein Mädchen in. Also ein Film ohne Drehbuch. Genau, das brauchen wir eben nicht. Doch, brauchen wir. Komm. Glaube ich auch. Los, nochmal. Komm, hoch. Nein. Wir üben es einfach mal. Ja, okay. Wo ist denn Tom jetzt abgeblieben? Also Nils meint, er ist schon nach Hause zu seinen Eltern gefahren. Die decken ihn sogar mit einer richtigen Entschuldigung und so. Dass er so feige ist, hätte ich nicht gedacht. Feige? Er hat vor dir und vor allen anderen gesagt, was er für dich empfindet. Du musst schon zugeben, dass das ziemlich süß von ihm war. Ja, süß. Peinlich. Süß und mutig. Vermisst du ihn nicht so ein kleines bisschen? Gibt's denn eigentlich kein anderes Thema mehr? Ich muss jetzt los. Joggen, Schule und dann Silvesterparty organisieren. Und ich weiß auch schon mit wem. Du spinnst. Nach hinten. Zurück. Zurück und in die Hocke. Ein Schlag und nach vorne. Nach vorne. Zittern, zappeln. Und dann zurück. So, und jetzt wieder nach vorne. Welchen Fuß zuerst? Was? Je t'aime la vie! Oh, Miriam, es heißt Je t'aime la vie, Mann. Ja, passt. Morgen. David. Schön, dass du wieder da bist. Was macht der Fuß? Nichts, außer dass ich langweilen, weil jetzt wieder Unterricht ist. Aha. Wäre es denn zu optimistisch gedacht, wenn ich daraus schließe, dass du beschwerdefrei bist? Gut, dann also auf zum Endspurt. In 2 Tagen sind Weihnachtsferien, auch wenn sie diesmal ganz schön kurz sind. Pia, fasst du noch mal für uns zusammen, was letzte Stunde los war? Pia? Wie bitte? Ja, aufgemacht? Gut, also, letzte Stunde. Thema. Magnetfelder. Geht's ein bisschen genauer? Magnetfelder entstehen durch Magnetfelder.
magische Materialien und werden in Feldlinien abgebildet. Genau. Sie haben einen Nord- und einen Südpol und diese unterschiedlichen Pole ziehen sich an, weil zwischen ihnen eine magnetische Anziehungskraft wirkt. Na also, geht doch. Oh nein, das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Was geht nicht? Nichts. Gleiche Pole, die stoßen sich ab. Manchmal sogar, wenn sie gar nicht so gleich sind. Ja. Gut, dann schlag dann bitte mal die Bücher auf Seite 94 auf. Und die Evelyn macht den Kaugummi raus. Oh, ich bin fast so dumm, ey. Was gefällt Ihnen denn so? Action? Dieter Tiedemann! Das wäre doch cool. Okay, Vulkane ist doch mit Dieter Tiedemann, oder? Ja, genau. Vulkane und die gehen quer über den Nordpol. Oh, das würde Dummi gefallen. Du wärst der perfekte Werbestar. Und mit mir als Agent. So viel Mila stecken, Alter. Aber du träumst doch bestimmt seit langem vor einem internationalen Durchbruch als Model. Nee. Guten Tag. Herr Krasnick liegt mit einer Grippe flach, also übernehme ich heute. Na, dann können wir doch mal was anderes machen, oder? Sind doch eh bald Ferien. Klar. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Vorschläge, irgendwas, was ihr machen wollt? Wie wär's, wenn wir Funny Fight machen? Ja? Irgendwas? Funny Fight, das ist der neue Modetanz. Stimmt's, Johnny? Was? Ich habe sogar eine CD dabei. Soll ich? Ja, ich verteile euch alles so, dass ihr genug Platz habt. Komm du doch hier vor und du kommst auch ein Stück vor. Ja. Du kannst dich hier so hinstellen. Okay. Hubschrauber. Wo soll man das alles herkriegen? Hier steht, wir brauchen erstmal einen Bogen. Hä? Worüber redest du? Was, ein Bogen? Man kann mit keinem feinen Bogen einen Werwolf umbringen. Ein Geschichtsbogen, Mann. Ciao. Das ist der Verlauf der Geschichte. Sag ich doch. Also, der Werwolfjäger geht los und... Warum geht er denn los? Naja, will ja den Werwolf abmoxen. Das ist nämlich sein Beruf. Nein, er hat ihn doch zufällig im Wald getroffen. Echt? Ja. In guten Geschichten passiert nie was zufällig. Er könnte sich möglicherweise rächen, weil der Werwolf seine Familie getötet hat. Er überwindet seine Angst, kämpft für das Gute und riskiert sein Leben. Oh nein. Stirbt er? Ich will ein Happy End. Dann schreib's doch einfach. Wenn du dich nicht mit Pippi im Wald verlaufen hättest, dann wäre mein Ruhm als Werwolfjäger jetzt auch nicht futsch. Wir müssten keinen Film drehen. Pech. Kannst du nicht mit uns das Drehbuch schreiben? Nein. Du hast doch den Journalistenpreis. Da kannst du gut schreiben. Du hast echt Talent. Naja. Was krieg ich dafür? 10-mal Stalldienst? Schleimer. Mach mal einen Film alleine. Wie bei dir? Alles bestens. Miriam hat mir das mit dem Video erzählt. Sie schickt mir nachher einen Link, da guck ich es mir gleich an. Oh, das ist ja sehr lieb von Miriam.
Also, um wie viel wetten wir, dass der Funny Fight noch um die Welt geht? Gar nichts. Ich hab's kapiert. Ihr verarscht mich. Hä? Was, der Tanzmann ist total cool. Total genial. Ja, absolut. Das ist ein völlig neuer und auch guter Tanzstil. Ja. Ja, Nils und ich, wir haben da ganz schön dran rumgefeilt. Sachen rausgenommen, was reingemacht, bis es dann so war. Das merkt man. Ja, ist ganz gut geworden. Haben uns aber ganz schön ins Zeug gelegt. Morgen Schlafmütze. Hey, schon vergessen, dass ich dich abhole? Mhm. Und schon ein paar Ideen, wie wir unseren Film weiterdrehen wollen? Mhm. Ja, was ist das? Sag mal, spinnst du? Das ist Davids geheimes Notizbuch. Der rastet vollkommen aus. Seine Schuld, wenn er uns so hängen lässt. Außerdem, wenn es so obergeheim wäre, dann würde er es doch bestimmt unter sein Kissen packen. Die Nacht der blutenden Bestie. Geil. Gruseliger Titel. Jetzt. Das sieht aus wie ein Drehbuch. Genial! Ich wusste es! Das ist kein Zufall. Das war eine Einladung zum Lesen. Sicher. Ich muss schnell deinen Laptop. Schreib mir schnell ab. Da. Die Nacht. Boah, ist ja voll der Kitsch, aber naja. Lass uns was draus machen. Jetzt haben wir den größten Mac-Shirt Bestellung endlich weg. Fehlen noch 38, die ebenfalls Enten-Shirts wollen. Können wir heute noch schnell drucken. Und hauen die noch vor Weihnachten raus. Aber es ist schon komisch, dass auf einmal alle Tierpfoten auf ihren Bäuchen haben wollen. Ist es stilvoll? Nichts dagegen, wenn das der Firma zu Millionen verhilft. Morgen. Morgen. Ablitz. Endlich keine mehr Bann. Ich bin ein Star. So viele Klicks? Davon kann ich nur träumen, das schaffe ich nie mit meinem Blog. Erst reißt du Bannewitz über mich und jetzt bist du neidisch. Die Entschuldigung ist hiermit angenommen. Jetzt guck doch mal, was Johnny da anhat. Da wären wir ja nie drauf gekommen. Jetzt wissen wir auch, warum Gott und die Welt Entenfüße bestellen. Johnny, du bist ein Vorbild an Stil und Tanzgeist. Ich weiß es nicht. Das war doch mein Ziel. Habe ich gern gemacht, Freunde. Das muss in den Express. So schnell wie möglich. Wann tanzt du mal für meinen Blog? Oh! Frag mein Management. Sehr smart. Doch ein A-Promi, hä? Autogramme gibt's nur bis 18 Uhr. Ich habe doch gefeilt wie ein Wolf. Aber nicht mit genug Emotionen. Deine große Liebe hat dich weinen sehen. Und jetzt denkst du, dass sie dich für eine Memme hält. Bin ich ja auch, im Spiel natürlich. Deswegen hast du sie weggebissen. Und jetzt hast du das Mädchen verloren, in das du verliebt bist. Du Schmaler. Mann. Kein Bock mehr. Hey, ihr beiden. Also, ich finde, das klingt total romantisch. Aber was dreht ihr denn da? Eigentlich einen coolen Horrorfilm. Es geht eher um einen einsamen Werwolf, der seine Liebe verliert. Weil er bekloppt ist. Glaubst du, das wird ein Hit? Total. Mädchen stehen auf einsame Wölfe, mit denen sie nicht glücklich werden können. Bis dann.
David hat das Mädchen in seinem Drehbuch Mia genannt. Egal, wir nennen sie Rita. Hier in der Beschreibung steht, sie hat lockiges Haar und süßes Lächeln. Das klingt nach Pippi. Hey Johnny, ich habe gerade mit Constanze und Hubertus gesprochen und sie beide lieben den Programmpunkt. Welchen? Wir alle tanzen gemeinsam auf der Silvesterparty den Funfight. Coole Idee. Meine Genehmigung hast du. Natürlich auch die von Nils. Merci, Mr. Manager. Aber es gibt noch viele Anfänger und da dachten wir, dass ihr beide ja die besten Lehrer für die alle wärt. Ja, sicher. Aber das kann doch schon jeder. Selbst Levin tanzt die Moves schon. Ja, schon. Aber es hat doch mehr Stil, wenn die Erfinder das nochmal selbst vermachen. Sicher. Wir würden euch doch gerne helfen. Aber was, wenn wir krank werden? Oder Beinbruch? Oder... Du willst auch, dass der Funny Fight noch berühmter wird. Genau. Und beim nächsten Haselnuss lachst du mich dann wieder aus. Schon klar. Weder ich noch sonst irgendjemand wird dich je wieder auslachen. Johnny, du bist jetzt Kult. Oliver, Funny Fight, komm! Oh. Oh, oh, entschuldige, das war zu doll. Hey. Hi. Na, wie geht's dir? Vergessen? Du interessierst dich nicht für mich und ich interessiere mich nicht für dich. Zweimal falsch. David, nee. Es macht überhaupt keinen Sinn, nett zu dir zu sein. Man wird sowieso nur behandelt wie ein Trottel. An dem Punkt war ich schon, da will ich nicht wieder hin. Jetzt kommst du. Es geht um den Film. Ach nee. Wir wollen dir die Hauptrolle geben für das Mädchen Mia. Natürlich Rita, in das der Werwolf sich verliebt hat. Du bist perfekt. Echt? Das ist nett, aber was muss ich denn da machen? Nichts. Nur ein paar Minuten rumknutschen mit Raphael. Mit seiner Werwolfsmaske natürlich. Das ist alles? Ja, überleg's dir. Bitte. Tschüss, was geht? Guten Morgen! Boys and Girls, Boys and Boys. Okay, wir haben's Kunstblut, die rostige Bärenfalle und die Armbrust. Und die Reißsäde. Uns fehlt noch sowas wie eine Angel und ein Mikrofon oder ein Handy. Oh, hi. Lust auf lecker Kunstblut. Ich glaube, ihr wird's gleich noch blutiger. Genau davon brauchen wir noch mehr in unserer Geschichte. Seit wann habt ihr denn eine? Die ist uns vorhin so eingefallen. Glückwunsch, Genies. Worum geht's denn? Um einen Werwolf, der die Liebe... Okay, das reicht. Ihr habt mein Skript geklaut. Nein, haben wir wirklich nicht. Was ist das? Was mit eurem Film? Fass nie wieder meine Sachen an. Mist, das wäre so schlimm geworden. Ist ja noch der beste Horrorfilm des Jahres. Kannst du weiterdrehen? Mit was denn? Nenn mich genial. Du hast das Skript kopiert. Man kann doch auf keinen Oscar verzichten, nur weil der Autor mal rumbockt. Hoffentlich frisst er uns nicht. Ich mach doch nicht einen Animateur für die Silvesterparty. Doch, und zwar mit mir. Nein. Nils, die Leute lieben uns. Und unser Video. Die wollen uns nah sein. Das ist ja auch eine geile Sache, die wir da erfunden haben, oder? Hallo? Wir haben das nicht erfunden. Du wolltest mein Agent sein und hast dich dabei komplett zum Affen gemacht. Na und? Die Leute lieben Affen. Und unseren Tanz. Tanz? Dann ist es Tanz? Ich nenne das blödes Rumgerampel. Hör mal zu. Ich will Silvester einfach nur Spaß haben. Johnny, ich bin raus. Yeah.
Dance go off when I enter the building. Die Schnüffelei kostet, sagen wir, einen Monat lang Stalldienst für die Raubkopie meines Drehbuchs, Thema Tischdienst und wegen der Verletzung des Urheberrechts. Alles, was du willst. Es tut uns leid. Kommt nicht wieder vor, würde ich gerne hören. Ja, es kommt nicht wieder vor. Ist Pepita? Ist Pepita? Hi. Nein. Echt nicht? Nein, habe ich doch gesagt. Soll ich hier was ausrichten? Wir haben dein Skript ein bisschen umgeschrieben. Aber unsere Adaption hat mit deinem Text eigentlich gar nichts mehr zu tun. Wie oft soll ich dir eigentlich noch sagen, dass das privat ist? Weißt du, was das ist? Tut uns leid. Das ist ein Geheimnis. Das ist top secret, kapiert? Ja, ich sag's keinem. Schwöre es? Ja, meinetwegen. Richtig schwören. Ich schwöre, dass ich niemandem sage, dass... Was eigentlich? Das ist ein Geheimnis. Checkst du's nicht? Das ist für Pippi. Und die darf auch mit keinem darüber reden. Ja, okay, ich leg's in unseren Zimmersafe. Damit schreiben wir bald Horrorfilmgeschichte. Ja, oh, ich grusel mich jetzt schon. Hey. Na, schon Teilnehmer für die Tanzstunde akquiriert. Ach, Kommando zurück, über die Ferien haben eh alle die Tanzschritte vergessen. Sag mal, spinnst du? Das merkt man sich doch. Oder man checkt es nochmal auf MeToo. Zieh das mal über. Komm. So, und wozu das Ganze? Ja, da Nils sich geweigert hat, bist du jetzt das neue Vorzeigegesicht für den Funny Fight. Pressematerial für den Express, mein Blog und so weiter. Wir wollen alles wissen. Lächeln. Mach mal den Funny Fight. Mhm. Erzähl doch mal was über die Geburtsstunde des Funny Fights. Ja, das hat sich eben so ergeben. Und wer hat euch gefilmt? Die Kamera. Wir haben echt einen Trend gestartet. Da kann man auch ein bisschen stolz auf sich sein. Wir sind es auf jeden Fall. Also, auf Nils und dich. Fertig? Fertig. Okay, gut. Bis dann. Ciao. Tschüss. Und danke. Der Werwolf beißt nach Rita. Hau ab, ich hab keinen Bock auf dich. Rita blickt ihm verletzt nach. Aber ich wollte dir doch nur helfen. Ich dachte, wir sind Freunde oder können es werden. Der Werwolf blickt herablassend. Nur Weicheier brauchen Freunde. Damit dreht er sich um und lässt Rita stehen. Der Werwolf streift einsam und traurig um Ritas Haus. Soll er klopfen? Oder einfach die Tür eintreten? Der Werwolf nähert sich der Tür. Er liebte Rita schon sehr lange, konnte es ihr aber nie sagen, weil er einen Schutzpanzer um sich herum errichtet hatte. Der Werwolf steht jetzt vor der Tür. Er hält sich den Fuß, mit dem er in die Falle geraten ist. Er hält sich den Fuß, mit dem er in die Falle geraten ist? Die Schmerzen sind höllisch. Er klopft, wartet. Die Tür öffnet sich. Rita steht ihm gegenüber. Der Werwolf heult los. Er wollte Ritas Held sein und nun steht er wie ein Häufchen Elend vor ihr und kann es nicht zugeben. Er muss das unternehmen, sonst kann er Rita nie wieder in die Augen sehen. Sie will ihn küssen. Aber er stößt sie wieder zurück und versteckt sich hinter seiner Raubtierfassade. Der Werwolf flüchtet verletzt ins Dickicht. Ich hasse den Wald, sagt Rita. Ich hasse den Wald. Alles ist relativ normal. Alles ist uns manchmal echt egal. Wenn Einstein hatte nur ne 4 in Mathe und war später mal total genial. Alles ist Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.